Hallo, Freunde der Dunkelheit. Wir sind noch immer tief unter dem, Dingens, unter der Kathedrale, ihr wisst Bescheid, von Orion und so. Wir sind auf der Suche nach ihm, haben zahllose Wachen erschlagen und sind nun bereits hierher vorgedrungen. Werden wir es schaffen, Orion aufzuhalten und unsere Freundin zu befreien? Ich bin mir da momentan nicht so sicher, weil ich mich und meine Fähigkeiten kenne. Bin ich wirklich geheilt? Ich will nicht da unten hingucken. Hier liegt noch ein bisschen Knet rum. Wir gehen aber nochmal hier unten lang. Wo geht's denn in die andere Richtung? Da oben ging's jetzt auf die Brüstung. Wo geht's hier lang? Du weißt gar nicht, wie sehr du leidest, bis er dich geheilt hat, Bruder. Hat das weh? Ich habe in die Taschen dieser Schwermutärzte gesehen. Wir reden hier nicht über Ärzte, Schwachkopf. Orion. Orion selbst. Er rettet dich nur mit der Macht seines Glaubens. Er brachte mich zu einer Weihwasserschale. Halt die Bubble! Gekonnter Angriff. Meine? Hast du auch Geld? Nee. Gute Nacht, Vogel. Das ist auch eine relativ große Anlage irgendwie, ne? Na gut, wenn man sich hier mal umguckt, ist schon ganz schön was, ne? Aber wir können uns auch relativ frei bewegen. Armreif, haben wir hier noch mehr Sachen? Oh, eine Mondblüte. Das ist aber nett. Oh, ein Knackenschloss zu. Ein zu schlossendes Knack. Ich krieg das schon noch raus. Ein zu knackendes Schloss, so rum. Oh Mann. Respekt, Satzbau ist nicht so meine Stärke, was? So, und jetzt lass mich bitte wunderschöne Dinge darin finden. Oh, Ausrüstung. Voll, könnt ihr behalten. Okay. Dann geht's hier weiter. Oh, hier haben wir was übersehen. Ein bisschen Kohle. Hier hinten gibt es nichts weiter. Da oben durchs Fenster müssen wir rein. Wie komme ich denn da rauf? Hallo, ich bin der Peter. Und ich bin da. Oh, diese antiken Sachen sind ganz schön was wert, ne? Kann man gar nicht drüber meckern. Wo kommen wir denn hier noch hin? Hier scheint es noch irgendwas recht Besonderes zu geben. Das schauen wir uns natürlich an. Gut, so viel dazu. Das wäre also einfach nur ein anderer Weg hinein gewesen. Nicht unbedingt eine schlechte Idee, aber ein bisschen blöd, weil ich jetzt wieder sinnlosen Pfeil verdattelt habe. Aber war eh nur ein Seilpfeil, von dem haben wir noch so viele. Hoppala! Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Na, der Plan gefällt mir. Den kann ich ausführen. Zumindest das mit dem Reingehen klappt ganz gut. Das mit dem Improvisieren ist dann bei mir meistens hirnlos um mich hauen und drauf hoffen, was zu treffen. Ich
habe schon wieder kein Fadenkreuz bekommen. Komm schon. Ah, mir gehen die Erstickungspfeile aus. Unschön. Na, guter Plan. Hier ist ja gar nichts. Orion. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Sonst? Was stimmt nicht mit mir? Was zur Hölle? Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei, Freunde. Heute wollt ihr Erin opfern? Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ah, jetzt geht das wieder los. Eine Mondblüte. Oh, was ist das Feines? Ah, hier soll ich lang, ne? Inventar ist voll. Hab ich was nicht mitbekommen? Wollt ihr mir Angst machen? Das mag ich nicht. Seid lieb zu mir. Hey, hast du mir gerade an den Arsch getatscht? Darauf bin ich gar nicht gut zu sprechen. Halten zum Beobachten. Erin, tu das nicht. Davon bekomme ich Albträume. Garrett! Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht. Ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Oh, Erin legt los. Oh, nicht der schon wieder. Der gehört mir. Der Rattenkönig. Was willst du, Diebesfänger? Wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ein hübsches Grab hast du dir ausgesucht. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Ich weiß nicht, soll... Garrett ist weggelaufen. Du bist gut. Sehr gut. Versuchen wir es nochmal. Doch. Okay, der darf mich nicht einmal erwischen. Der darf mich nicht erwischen, sonst gehe ich drauf. Der hat viele Wertsachen da, die ich gerne hätte. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Was geschieht, wenn ich hier dran drehe? Garrett.
wie komme ich denn jetzt an die Sachen ran? Meistens töte ich, weil ich muss. Dein Tod werde ich genießen. Wir haben... Jared, die versuchen wir... Versuchen wir es nochmal. Gute Nacht. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Und gute Nacht. Wäre es einfach gewesen, hätte... Au. Shit, können wir den überhaupt K.O. schlagen oder ist das gar nicht machbar? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Entkomme oder stell dich dem General. Eine kleine Jagd wird bald vorbei sein. Eigentlich warte ich nur, bis du mal weggehst. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Heute Nacht töte ich dich, Garrett. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Unsere kleine Batz. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Schön, jetzt bin ich dran. Ich finde dich, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Und nochmal. Tut mir leid. Aber es geht nicht anders. Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln. Oder? Gute Nacht. Also auch besser so, der Kerl ist mir gefährlich geworden und lästig. Es ist besser, wenn der weg ist. Auch besser für ein paar gewisse Prostituierte hier in der Stadt, die schon genug Probleme bei der Arbeit haben, auch ohne dass so ein Kerl mitkommt. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Nummer 1. Bisschen was zum Futtern. Ein paar Ausrüstungsgegenstände mitnehmen. So, weiter drehen. Los. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich töte nicht gerne und ich hätte den jetzt auch lieber K.O. geschlagen und wäre abgehauen. Aber ich habe kein Problem damit, dass wir den getötet haben. Ganz und gar nicht. Der Typ ist ein Arsch. Offen gesagt. Jetzt müssen wir nur noch hier raus. Na komm. Jetzt hab dich nicht so. Noch einer bitte. Okay, ist offen. Orion,
Wo bist du? Es gibt kein Zurück mehr. Und das war's. Die verborgene Stadt abgeschlossen. Du hast Aspekte aller drei Spielstile gleichermaßen angewandt. Ja, einen habe ich nämlich getötet. Getötete Bedrohung in 6? Ich habe 6 Leute getötet. Da kann aber einer nicht zählen, oder? Komm, wir machen einfach weiter. Und so. Unter der alten Kathedrale bereiten sich die Götzen auf ihre neue Dämmerung und auf Orions wundersame Heilung vor. Der Diebstahl des Anhängers bereitete dem ein Ende, aber Erin ist noch immer in Gefahr. Sie wurde zur Heilung missbraucht und lebt noch, gerade noch. Bevor ich sie erreichen konnte, erschien ich mit dem General zugange war. Menno. Das ist Meeresluft. Der Kapitel 8 Dämmerschein. Ah, wir kommen also nicht wieder in den Glockenturm, wir gehen direkt ins 8. Kapitel über. Ins finale Kapitel, denke ich mal, denn soweit ich weiß, gibt es nur 8. Und da sind schon wieder schlimme Geräusche. Wie dem auch sei, wir machen hier für heute Schluss und beim nächsten Mal weiter. Tschüss.